MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 Ultimate Team mit eurem Helle Dub von den Gamer Brothers TV. Wir sind endlich wieder in Liga 3 angelangt und haben ja auch ein Set, weil wir haben es gerade Montag, wo ich das aufnehme. Daher kann ich hier ein schönes Goldset von... jetzt kann ich doch nicht öffnen. Ein Goldset vom Season Ticket wollte ich eigentlich aufmachen. Ich hoffe mal, es geht jetzt. Einen Versuch unternehme ich hier noch. Naja, es scheint erstmal nicht zu gehen. Na gut, dann geht's eben nicht. Und ich habe wieder ein bisschen an den Mannschaften rumgewürfelt. Und zwar werde ich heute mit dem Team Remis 11 spielen. Sieht auch von der Fitness noch ganz in Ordnung aus. Den Touré habe ich mir jetzt wieder zurückgeholt. Und ich probiere jetzt mal den Özil aus. Hat in 5 Spielen 4 Torvorlagen. Klasse. Und Schürrle, Remy und Nasri, da habe ich mein Aguero direkt wieder verscherbelt im Sturm in 4-3-2-1, genauso wie das Bundesliga-Team. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und wie gerade angesprochen, sind wir ja in Liga 3 und haben aber schon 2 Niederlagen kassiert. Und jetzt soll der erste Sieg hier vonstatten gehen. Und ich muss die Kamera mal gerade machen, die ist ja voll schief. So, und der erste Sieg in Liga 3 soll jetzt eben her. Und da haben wir auch schon einen Gegner. Dann nehme ich mal die blauen Trikots. War momentan die Real und die, Arsenal-Trikots. Und ich stelle die Kamera nochmal ein bisschen weiter nach unten. Damit man mich besser... Na, jetzt ist zu weit. So dürfte gut sein, ne? Ja, so sieht's besser aus. Sehr schön. Und, er hat hier ein Spanien-Team. Sieht nicht so teuer aus. Ja, doch, okay. Sergio Ramos kostet dann ein bisschen was. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Links hat er Theo, den ich auch echt gut finde. Pedro ist ja momentan auch in super Form in Real Life. Und Ramos wäre ja eh und je ein richtig guter Spieler. Und ich muss einmal an meinem Headset den Sound leiser machen. Weil das ist echt laut. So. Und in der Hoffnung, dass das der erste Sieg in Liga 3 wird, in Liga 5 und in Liga 4 bin ich jetzt... Ganz locker durchgegangen. Da finde ich aber auch gar keinen Unterschied von der Schwierigkeit. Da habe ich beides mal den Titel geholt. Aber in Liga 3 muss ich sagen, zieht das dann schon deutlich wieder an. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Weil ich habe ja demnächst eine PS4 in einer Woche. Und ja. Das wird jetzt so, glaube ich, die vorletzte Folge sein. Und ich wollte mich, bevor ich auf die PS4 wechsle, erstmal wieder in Liga 3 festigen. Jetzt Nasri. Nicht schlecht. Touré, ja, da kommt nicht dran. Ich hoffe ja noch, dass Touré dieses Jahr, aber ich gehe mal von außen, Team of the Season bekommt. Der wird dann wahrscheinlich einen richtig geilen Longshot kriegen, weil er dieses Jahr schon 11 Tore jetzt gemacht hat. Oder 12 Tore. So, das war klasse von Nasri. Ja, verdammt. Clichy. Ja, macht er stark. So, erstmal Sicherheit. Hier, Company auf Clichy. Verliert den Ball nicht. Erstmal hinten rum. Zu Tschech. So, wer läuft jetzt? Bisschen Sicherheit hier ausstrahlen. Nicht so, Company. Also, in Liga 3 ist man gut dazu beraten, auch mal hinten eine kurze Phase sicher rumzuspielen. Natürlich jetzt nicht so, wie ich das hier gemacht habe. Weil Sicherheit ist in Liga 3, ist man echt nicht mit schlecht beraten. So, und der Ball war alles andere als gefährlich, da geht Tschech locker hin. Und jetzt könnten wir eigentlich mal schnell kontern. Ach, was war das denn? Ich wollte eigentlich einen Trick machen. Naja. Na, spielt er hier rüber auf Christian Theo. So, aufpassen, schickt er wahrscheinlich gleich wieder. Walker dürfte da eigentlich pace-technisch gut mithalten können. Und dann hat Nani da gut mitgeholfen. Der hat mir richtig gut gefallen. Ah, ne, Özil war's. So, er spielt aber auch eher sichere Bälle. Boah, das hat er gut gemacht. Boah, Pfosten. Es geht noch weiter. Boah, Tschech. Da haben wir auf jeden Fall mal Glück gehabt. Jetzt Remy mit dem Konter. Der ist perfekt gespielt auf Schürrle, aber Ramos...
Hat natürlich genug Pace. Das ist natürlich dann ein bisschen schade. Ja, den spielt er wahrscheinlich zurück, genau. Aber Clichy dann sicher. Oder Clichy, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Boah, krass. Das wäre ja mal was gewesen, ey. So ein Fehler mit Tschech. Ist mir in FIFA dieses Jahr schon oft genug passiert, solche Torwartfehler. Ah, den hätte sich Nani fast geholt. Da kriegt er noch einen Freistoß. Na gut. Na, den hätte er sich auch fast geholt. Jetzt aber. Nani. Ja, das war nicht schlecht. Aber hat dann auch letztendlich nicht funktioniert. Nani rennt sich hier in Heißen und kriegt den Ball fast nie. Ah, jetzt mal mit Touré. Das macht er gut. Und dann erstmal hier sicher über Glischi. Ah, Nasri verliert den Ball, aber holt ihn direkt wieder. Das war stark. Und dann war es blöd gespielt. Ah, und jetzt fangen wir uns einen Konter. Verdammt. Ruben Castro, ich weiß nicht, ob der so schnell ist. Kommt da David Luiz hinterher. Und dann hat er ein bisschen Pech, dass er den Ball so schlecht zurücklegt. Und ich habe echt einen Frosch im Hals. Aber den klärt dann Nasri gut. Boah. Krass, Hilfe. So. Ja, der ist schon kein schlechter Spieler. Oh, jetzt kommt er hier vorbei. Jetzt dürfte gleich die Flanke kommen, aber gut aufgepasst. So, Schürrle. Remy. Nasri. Ja, super gespielt. Schürrle kommt hin. Ach, und dann Ingo Martinez. Aber der Ball ist wieder bei uns. Sehr schön. Also es ist ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel. Nicht so auf Teufel komm raus, sondern auch mal mit ganz guten Spielzügen. So wie der jetzt hier auf Touré, aber der kommt da nicht vorbei. Also es ist ein interessantes Spiel. Und ich hoffe mal, dass wir am Ende den Sieg davontragen können. Wow, jetzt überpaced er uns hier. Mit Theo. Böse kommt da auch nicht mehr hin. Und die Flanke ist dann doch was für Pedro. Boah. Hilfe. Ah, der schon den Pfosten getroffen, unser Gegner. So, das war gut. Und dann startet Nani falsch. Kann sich den auch nicht mehr zurückholen. Boah, und da macht er einen Fehler und ich kriege einen Elfmeter. Nee, kriege ich nicht. Egal, mit dem Schuss. Und er geht... Rein! Haha! Yay! Wie geil war das denn? Boah, und dann... Lol. Dann hat's noch funktioniert hier mit der Grätsche. Oh Mann, und Ramos konnte dann auch nichts mehr machen. Und dann, ich dachte erst, der Torwart nimmt den noch auf, weil er gegen den Pfosten gegangen ist. War erst richtig schockiert, so nein, der muss doch jetzt rein. Aber dann ist er das zum Glück auch... Hat er das zum Glück auch gemacht. Und so ungefähr ist dann das Rezept auch in Liga 3. Auf solche glücklichen Momente, sage ich mal, warten und selbst keine verursachen. Und hinten möglichst sicher spielen. What the fuck? Erstmal weg. Das ist so mein Konzept in Liga 3. Nicht so auf Teufel komm raus zu spielen. Dann ist nämlich hier schon was möglich. Boah, das war stark. Aber er kommt raus. Verdammt. So, Kompany, den Kopfball musst du gewinnen. Macht er auch. Und Glitchy verliert ihn direkt wieder an Pedro. Aber holt ihn dann wieder. Zwar Einwurf für den Gegner, aber ist egal. Will er doch bestimmt wieder hier hinspielen. Jetzt ist die andere Seite frei. Ah. Das macht er sehr gut. Und dann kommt er zur Flanke. Oh. Also Glück hat der Gegner aber auch nicht wirklich, ne? Also, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das war gut von Touré, Özil und jetzt ist Halbzeit. 1:0. Ja, ungefähr so ist das dann das Rezept für Liga 3. Ich habe ja gesagt, ich möchte erstmal ein, zwei Siege in Liga 3 gehabt haben, bevor ich dann auf die PS4 wechsle. Weil ich habe momentan noch kein Spiel für die PS4. Das ist das Problem. Die PS4 liegt hier. Oh, verdammt. Aber ich habe kein Spiel. Boah, nein. Nicht direkt ein Gegentor. Ah, David Luiz. Jawohl. Ungefähr das war dann auch mein Plan, dass er den irgendwie ins Ausschießt. So, kann ich den kurz spielen?
Oh nein. Oh nein. Und auf einmal kommt er dahin gesprintet. Oh, Company war die ganze Zeit frei und dann kommt er dahin gesprintet. Oh nein, das ist doch so unnötig. Ja, sowas darf da natürlich nicht passieren. So, Schürrle auf Remi, der mit dem Kopf und der mit direkt mit dem 2:1. Was war das denn für ein geiles Tor? Remi. Schürrle mit einem richtig, mit einer richtig schönen Hereingabe und Remi. Boah, krass, und da steht es direkt 2:1. So kann es natürlich auch gehen. Also das war ja mal Postwenden, wie man so schön sagt. Genial, so, den spielen wir raus auf Lischi. Ja, wunderbar. Und durch die Mitte. Ah, Touré gut gemacht. Ball gut abgeschirmt. Den kann er direkt weiter auf Remi spielen. Ah, dann kommt er hier wieder mit dem Torwart raus. Jetzt muss der Tschech kommen. Ja, macht er. So, nach außen zu Walker. Sehr schön. Den können wir überpacen. Na, hat nicht geklappt. Und dann David Luiz. Aber verliert ihn wieder. Boah, das macht er stark. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Hilfe, jetzt weg damit, Clichy. So, Touré, Schürrle und dann Ramos. Ist schnell genug. Boah, spannendes Spiel. Und David Luiz, klasse. Oh nein, und dann verliert er ihn. Dann verliert er ihn, Company. Und Touré, einfach weg. Einfach weg. Oh Mann. Oha. Tschech, jawohl. So, da in der Mitte. Ist Nani frei. Mehr oder weniger. Er hat mir gerade ein bisschen zu viel Spielanteile. Aber das war gut von David Luiz. So, Schürrle, da läuft Nasri. Ah, nein. Ich habe den Trick zu früh gemacht. Viel zu früh. So sieht das der Trainer gern. Oh, shit it. 64. Minute. Und es steht 2:1. Und das nicht wirklich unglücklich. Das hat Nani stark gemacht. So, Walker. Macht das auch klasse. Walker mit der Grätsche und dann Diego Lopez. War auf jeden Fall schön gespielt. Das können wir festhalten. Jetzt ist hier die rechte Seite frei, aber Walker wieder. Sehr schön. Boah, der war aber sehr, sehr, sehr mit Risiko verbunden, der Ball. Ich spiele hinten rum. Und raus damit. Ja, wenn möglichst nicht so wie gerade. Und es ist ein ganz kurzer, schmerzloser Part, weil ich ja einfach hier in Liga 3 noch was erreichen möchte. Und natürlich auch, wenn ihr da dabei seid. So, Özil, was machen wir jetzt? Super. Super von Özil. Und den kriegen wir auch noch. Super von Özil. Boah, den kriegt er auch noch. Ja, und dann nicht. Boah, das war klasse von Özil, aber hat dann letztendlich auch nichts gebracht. Jetzt muss er aufpassen, den will er wahrscheinlich flanken oder auch so spielen. Das macht er super und dann, Ruben Castro. Verdammt. Das hat er klasse mit der Hacke gemacht. Das hat er klasse gemacht. Muss man anerkennen. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh, und jetzt hat er hier schon wieder eine Kontermöglichkeit. Und David Luiz, ich bin jetzt einfach auch nur mal sicher gegangen. Scheiße, ich wollte eigentlich hier das erste Spiel mal gewinnen mit euch. Verdammt. Boah, jetzt leckt's ja auch noch. Warum pfeift er den denn ab? Ich war doch voll im Konter dann. Touré stark.
David Luiz, super Pass auf Remy. Remy mit dem Lupfer. Remy, der ist so geil. Remy ist so geil. Jawohl. Nice. Wie auch immer, aber es hat funktioniert. Ich wollte eigentlich lupfen und dann kam der Torwart viel zu schnell und dann egal. 3:2, was ein verrücktes Spiel. So, Özil, da läuft doch der Klischee. Kriegt er den? Jawohl. Ah, jetzt gibt's einen Konter. Nee, Klischee. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegner. So, das war ein super Pass. Der war auch nicht schlecht. Touré. Da läuft Schürrle, der mit dem Schuss hält er gut. Remy mit dem Kopfball und dann hält er den wieder. Klasse. Und jetzt mit dem Kopf dahin. Ja, wäre eh abseits gewesen. Und jetzt pure Defensive. 5 Minuten müssen wir noch wieder überstehen. Und David Luiz, super. Super Tackling. Boah, ich bin nervös. Krass. Boah, das macht er gut. Das macht er gut. Touré mit einem super Tackling. Und jetzt können wir Remy schicken. Ah, aber er kommt auch immer super mit seinem Torwart raus. Touré gewinnt das Kopfballduell nicht. Super Tackling. Egal, wer es war. Da läuft er. Oh, das muss das... Nein, es war abseits. Nein. Och, ein halber Schritt. Ein halber Scheißschritt. So, Walker. Oh, Mann. 90. Ich ahne Schlimmes. So, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Mesut Özil jetzt. Komm. Einfach vorne bleiben und den nicht ans Tor kommen lassen. Ah, nein. Da wollte ich zu viel. Schürrle. Was war das denn für ein komischer Schuss? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, es ist abgepfiffen. Ich habe ein Spiel in Liga 3 gewonnen. Oh mein Gott. Remy wieder. Remy wieder echt klasse. Boah, krank. Torvorlagen David Luiz und Schürrle. Somit haben wir ein Spiel in Liga 3 gewonnen. Ich brauche insgesamt 4 Siege. Oder auch irgendwie 3 Siege und ein paar Unentschieden, um die Klasse zu halten. 3 Siege in 7 Spielen. Kann man eigentlich schaffen. Kann man eigentlich schaffen. So, und jetzt können wir nochmal versuchen, ob wir das Set aufmachen können. So, scheint zu funktionieren. Ich habe ja mal ein Season Ticket in vom Suarez gezogen, aber hier ist es nichts Besonderes. So, den komischen Typen da mit dem geilen Bart nehmen wir auch mal mit. Gladbach-Wappen, Kaiserslautern-Wappen, ne? Da brauche ich nichts von. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich gar nichts mehr groß zu erzählen. Liga 3, das passt. Das passt. Ich mache noch mal kurz einen Team-Überblick. Bundesliga sieht jetzt so aus, das ist aber, glaube ich, ja, es ist so geblieben. Und die Yolo-Swagger, genau, da habe ich mir ein neues Team gemacht. Und 2 Italiener, mit denen ich richtig gut klarkomme. Gibt es da irgendeinen mit guten Schüssen? Ja, Cuadrado. Cuadrado? Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Team und hat auf jeden Fall schon richtig Bock gemacht. Und ich habe noch eine Überraschung für euch. El Scelastico. Das kommt aber im nächsten Part erst. Und wir haben noch die günstige Bundesliga-Mannschaft hier mit relativ viel Schalke. Und Beister. Beister ist geil. Muss mir auf jeden Fall mal wieder ein Team drum machen. Und ansonsten sage ich erstmal, wie immer, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein
Macht es gut und im nächsten Part werden wir nochmal auf der PS3 spielen, aber dann geht's los auf der PS4. Ich sag ciao Leute, haut rein. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt's natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer TGBTV-Team.